So, wir befinden uns in den letzten Metern. Es fehlt eigentlich noch der Endkampf mit Smasher, der auf jeden Fall kommt. Und ein paar Gegner mit Alt. Bin mal gespannt, ob der Eintritt in den Cyberspace diesmal anders wird, ne? Nett. Ich kann mich verlinken. Ist das jetzt wirklich nur Geld abgreifen? Ich frage mich ja wirklich, warum... Es ist wirklich nur Geld abgreifen, ne? Ich frage mich halt ernsthaft, warum sie in diesem Teil des Spiels jetzt noch irgendwelche Rechner für Geldextraktion hingestellt haben, ne? Ich meine, was bringt's mir jetzt noch? Oh, ich kann das ja gar nicht mehr schaffen, oder doch? Einen kann ich noch. 5, 5, 5, 5. Oder bringt mir das was? Jetzt bringt mir wirklich noch Geld, ne? Aber warum? Warum kann ich hier 3 Meter vorm Endkampf nochmal in irgendwelchen Arasaka-Laboren nochmal Geld abstauben? Wenn das bringt. Mal schon abgesehen, dass hier anscheinend die einzelnen sicheren Sedeldinger sind. Das ist ein bisschen so wie bei... Ich habe eine Black Mirror-Episode geguckt und das ist die mit diesen Raumschiffen, diesen virtuellen Dingsbums. So ähnlich ist das hier mit diesen Persönlichkeiten, glaube ich, ne? Kennen wir diesen Ort? Das ist aber nicht das Ding, wo früher mal Alt rumgehangen hat, oder? Der Pikun. Okay, das sind hier nur generische Reden. Wahrscheinlich kann ich dessen Geld abholen, weil sie hier wahrscheinlich in aller im Quatsch, in aller Eile schnell die Dingens hingehauen haben. Ach, die beiden stehen da hinten schon. Ja, warte, ich will aber nicht. Also keine Ahnung, warum das jetzt hier gerade so... Warum kann ich hier in irgendeinen Kriechschacht reinschriechen? Ne? Wofür? Ja, das sieht irgendwie sehr nach Crunch-Level-Design aus. Ach, guck mal hier, das Tor sieht doch ein bisschen so aus, als wäre dahinter... Wir müssten mitkommen, oder? Ach so, schön, dass die nicht mitgekommen. Ich hätte wahrscheinlich irgendeine Tür öffnen müssen, oder? Hier. So, ne, hier. Hier hätte ich hingemusst. Ich habe bestimmt gerade irgendeinen Kommentar verpasst, weil ich hier durch die Landschaft gerannt bin. Synth-Snack? Oh, die haben aber auch schöne Uniformen hier an, nicht wahr? Sieht aus, als hätte Alt hier ganze Arbeit geleistet. Ich bereite momentan die Abwehr einer Netrunner-Attacke von außerhalb vor. Ihr seid auf euch allein gestellt. Doch Beeilung. Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Bewegung! Ah ja, was auch immer die Netrunner eigentlich alle machen wollen, ne? Schön, dass übrigens die Menüs jetzt noch liefern sind. Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der Raum hinter der Sperre. Dadurch, dann kommt der Kern. Mhm. Ach, diese Szene kommt so schrecklich bekannt vor. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Johnny. Aber du kannst von vorn beginnen. Das letzte Lächeln? Ich glaube, Rogue wird zermatscht, oder? Ich kenne dich doch, du Fotze. Rogue! Frisch, Smasher, der Bastard! Interessant. Na dann, voll! Was? Ignore obsolet? Was war das denn gerade? Muss ich mir nochmal angucken, auf jeden Fall. Komm her! Niemals! Du hast Order verschont! Inhuman! Unbrauchbar! Gnade ist abgeordnet! Warum er mir das jetzt gerade erzählen muss, ne? Ich habe übrigens für den Endkampf natürlich die denkbar schlechtesten Upgrades mitgenommen. Oh fuck. Ah. Gut, dass ich direkt vorher gespeichert habe, ne? Auf der anderen Seite, das ist eine automatische Waffe, hätte zu dem Zeitpunkt diese auch gerade nicht viel gebracht, ne? Also. Rogue stirbt dabei. Na gut, das ist, also genau wie Saul. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Wayland stirbt. Na gut, Rogue, damit ist quasi Rogues Wir Geschichte sind auch abgeschlossen, so nah, ne? Dass ich die Daten fast riechen kann. Ja, ja. Warum der eigentlich? Hinter der Sperre. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Johnny. Aber du kannst von vorn beginnen. Lass nochmal das Lächeln. Ich hab das schon mehrfach gesehen. Vielleicht sehen wir es aber noch ein drittes Mal, wie ich mir jetzt so anstelle. Nicht ganz unwahrscheinlich. Ignore obsolet. Tja, ja.
Damage auf jeden Fall gemacht. Dafür, dass es. Dann ist es quasi gerade Phase 1, war. Alter, was? Okay, ich muss anscheinend nächstes. Also, da habe ich ja wie schon angewiesen. Wir sehen das noch dreimal. Ich musste beim nächsten Mal anscheinend noch weiter weg. Ich wusste nicht, dass hier irgendwelche Elektrodinger kommen. Das war letztes Mal nicht, wo ich mit Panam hier war. Hätte erwartet, dass der Kampf gegen Smasher nochmal so ein Problem wird. Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der. Explosion? Ja gut, das ist. Schade! Interessant! Nicht! Ich dachte, du hast Oden verschont! Wie human! Unabhängig! Gnade ist abgehauen! Ich muss rein. Das ist ein Ende! Alter! Ist schon heftig, ne? Ach, schon Schlimmeres durchgemacht! Wenn der Damage den Smasher drückt, das ist schon ziemlich übel. Also besten Dank an Panam an der Stelle. Habe ich eigentlich nicht mal. Also übrigens, der Zeitpunkt ist gekommen, wo ich meine Schuhe umziehen kann. Ich denke, wir können die anderen Schuhe jetzt guten Gewissens anziehen. Und die drei mehr Armor mitnehmen. Habe ich nicht getroffen? Wie schießt der einfach massiv durch die Dinger durch, ne? Ich hab übrigens noch welches Buff-Food. Oh, ich glaube, ich hab getroffen. Oh, die zweite Reihe von irgendwelchen komischen Arasaka-Wachen. Ah, viel Spaß euch noch. Ich muss dringend mehr Damage an die machen, damit er auf seine Raketenphase kommt. Gerade eigentlich nur noch Granaten, oder? Das sind übrigens auch so Granaten, wenn ich mich recht entsinne. Okay, Farbe. Mein Daddy könnte mich erzählen. Ja, wäre bestimmt total toll. Könnte ich bitte meine Waffen nachladen? Danke. Jetzt kommt da hinten noch so ein Mech. Warte mal, kann ich den nicht mal eben rausnehmen? Der Mech weiß nicht mal, dass ich da bin. Na gut, dann, Cyberüberstörung, wa? Ja, Junge, du bist ein kompletter Roboter. Das ist eher unpraktisch für dich. Oh, wie ist es hier drin zu warm? Zu hell. Ach, zwar drüber, ne? Man merkt, dass ich diese ganzen Skills nie gelevelt habe. Warum krieg ich jetzt? Warum kommt da nicht? Verdammte Amateure! Warum krieg ich eigentlich so wenig? Man ist mir eigentlich ganz recht, das Smash. Da komme ich nicht ran, wo er steht, ne? Ist das wirklich los? Hab ich ihn gerade die Füße weggeschossen? Oder hat er. Was ist denn jetzt eigentlich seine letzte Phase hier? Er steht einfach nur da wie doof und frisst meine Crits? Oh, das war jetzt noch ein bisschen mehr Schaden. Los geht's! Aber doch, kommt doch einer ran. Wurde durchbrochen. Der Weg zum Kern ist frei, aber uns bleibt nicht viel Zeit. Ich würde ja gerne zu Smasher hoch, aber ist hier irgendwo eine richtige Treppe? Obwohl, ich kann das mal Rogues Waffe nehmen, oder? Das ist nicht vorbei. Wir sehen uns wieder. Was ist denn Rogues Waffe? Moment. Hier in der Ecke, da. Rogue. Kaliber 43? Du warst die Beste. Immer. Mein Vater meinte immer, wenn er nur eins auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte, würde er Rogue wählen. Die beiden waren ein anderes Kaliber. Aha, na gut, dann. Achso, kann ich Rogues Pistole nehmen, um Smasher zu erschießen?
Pride. Legendär. Rogues ganzer Stolz. Die kritische Schaffchance sowie den Schaden von Kopfschüssen geringe Chance Betäuben auszulösen. Ja, wäre was für Nüge im Plus, ne? War sogar ein Kopfschuss. Schade, dass ich nicht mit ihm reden konnte. Na, was soll's. Hat er noch welche Kommentare? Ne, dann kommt das wahrscheinlich das. So, kann ich jetzt eigentlich hier vor ein Safe-Game setzen, weil das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich. Oh ja, nice. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich nochmal auf jeden Fall nochmal laden muss, weil das wahrscheinlich jetzt wieder die beiden Entscheidungen kommen. Und ich natürlich beide Epiloge mitnehmen möchte. Ich habe den anderen Epilog mit Johnny schon gespielt beim Nomaden-Dingsbums. Ich muss halt gucken, ob es genau das gleiche ist. Ich konnte es nicht aufwarten. Ich war ungeduldig. Sprich mit Wayland, das ist optional? Cool. Hey, Wayland. Ja, Mann? Du bist in Ordnung. Viel Glück, Silverman. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Dann finde mich auf der anderen Seite. Hm. Barasaka hat nicht versucht, Johnnys Bewusstsein zu ändern? Das ist halt ja auch ein Ding, ne? Obwohl nur die Technologie war damals noch nicht so weit. Ach, schön, dass Johnny genauso viel Probleme hat wie wie damit. Alt? Ich weiß nicht, ob ich später dazu komme, also sag ich's einfach jetzt. Im Namen von wie? Danke. Und mir tut es leid. Ha. Warum auch immer das Ding ja nicht so direkt Zugangspunkt hat, ne? Aber Johnny stellt, kann sich da noch ein bisschen bewegen, ja? Hat trotzdem keinen Soul-Killer-Upload-Prompt, ne? Obwohl, nee, doch, letztes Mal habe ich mir auch den geworfen, ne? Mit dem Wasser. Systemneustart? Hat vielleicht halt was, oder? Das Gehörsystem, die Zweckwarnumgebung. System geladen. Ich habe ein bisschen auf den Soulkiller-Prompt gewartet, aber der kam irgendwie nicht. Changers. Mir ist übrigens beim ersten Mal, wo ich hier gefahren bin, nicht aufgefallen, dass das hier der. Dass das der Fahrstuhl ist von dem Haus, wo ich vorher mit Misty war, ne? Dass er quasi genau. Ja, also, das hätte mir nicht auffallen müssen, ne? Ich wäre einfach nur doof. Miau. Die Barke, Nico. Aber nie wie. Ich frage mich, warum wir das nicht gemacht haben. Ob es so schwer war, die Animation zu machen? Ich bin Silverhand in diesem Fall. Da ich verlasse Natur, die mich betrübt. An Formen der Natur nehme ich nicht teil. Ist diesmal anders? Ich nehme die Form, die griechische Goldkunst gibt. Gehämmert gleißend Gold und Goldemail, wie sie der Herrscher vor dem Schlafe liebt. Und setzt auf goldenen Ast, der sie verweilt. Und dass sie singt für Edle von Byzantium. Was kam und kommt und kommen wird zum Heiligtum. Ich glaube irgendwie nicht, dass Alt wirklich weg ist, ne? Also, dass sie nur noch eine KI ist, die noch so ein bisschen wirkt wie Alt und dass das Ding. Das schiebt sich zwar wie vor, aber letztendlich ist irgendwie doch mehr da als vorher, ne? Von ihr. Also, als sie behauptet, von sich da zu sein. Also, das ganze Konstrukt Alt Cunningham ist vielleicht kein Mensch mehr und verändert, aber im Grunde doch noch irgendwie die Person, die sie mal war. Zumindest mehr, als sie zuzugeben möchte. Warum ist das ja nicht gerade für. Ja, bin ich mitten durch gelandet. So, darf ich jetzt wie von außen sehen? Doch, diesmal ist es tatsächlich wie von außen. Was ist das für ein Kostüm? Achso, das Kostüm, mit dem ich gerade da stand. Hey, wie? Hast du mich vermisst? Ah, wie in ihr Gesichtsausdruck, ne? Nicht so richtig. Hatte einen Blackout und bin hier aufgewacht. Hab ich was verpasst? Aha.
Rogue ist tot. Smasher hat sie erwischt. Das muss tut es mir dir leid. Nicht. Sie ist für mich gestorben. Ist mein Körper noch halbwegs intakt? Hab ihn im Keller des Arasaka Towers geparkt. Angeschlossen ans Net. Dachte ich mir. Dein Output befeuert mein Hirn schon eine ganze Weile mit Soulkiller. Alt! Zeigst du dich auch mal? Sag mir Hallo! Ich bin jetzt ein Engramm. Ein Konstrukt. Fuck. Tja, willkommen im Club. Hey, Alt! Bist du da? Sie hat gesagt, sie muss die Prüfsumme beenden. Dann kopiert sie mich wieder in meinen Körper. Der Soulkiller. Wieso fühlen wir nichts? Wir müssten uns doch vor Schmerzen in die Hose scheißen. Digitalanalgesie. Wir sind nur Datenströme. Manche Gefühlsinputs werden blockiert. Bla 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 bla. Alt hat dir einen ausführlichen Vortrag gehalten, hm? Ohne Vorwarnung. Aber egal. Sie hat gesagt, sie zerstört Mikoshi. Wie ihr wolltet. Sie wird all die armen Schweine freilassen, nur um sie gleich wieder einzufangen und in sich aufzunehmen. Sie juckt sich überall. Das war's dann also? Jetzt liegt alles in Alts Händen? Nein. Was zum... Alt? Den Körper als Faktor auszuklammern, war ein Fehler. Die DNA-Rekonfiguration ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation. Und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Spuck's aus! Was soll das heißen? Wie wird sterben, egal was ich tue? Es ist unvermeidbar und steht kurz bevor. Verdammte Scheiße, Alt! Du hattest nur den einen Job und hast ihn versaut? Vor der gründlichen und präzisen Analyse konnte ich die Situation unmöglich einschätzen. Du hast diesem armen Stück Scheiße ein neues Leben versprochen! Du hast gelogen! Verfluchte Scheiße, Johnny, halt mal kurz die Klappe! Ich muss nachdenken! Das wird schon wie. Wir finden einen. Ich sagte, gib mir eine verfickte Minute. Alt, komm schon. Es muss doch irgendwas geben. Der Biochip hat den Wirtsorganismus unumkehrbar verändert. Er gehört nicht mehr wie. Sie ist nur ein Eindringling. Für dich sieht es anders aus. Alle Veränderungen wurden an dich angepasst. Warte mal. Du willst, dass dein Ex mich aus meinem eigenen Körper rauswirft? Die Veränderungen sind unumkehrbar. Du hast nichts zu verlieren. Eher alles zu gewinnen. Ich will mich hier nicht einmischen. Aber solange Johnny die volle Kontrolle hat, kann er tun, was er will. Oh, geh einfach weg. Oh, Alt ist tatsächlich mal klein. Alt, gib uns eine Sekunde. Wozu, verdammt? Damit du mich überreden kannst? Für ein gutes Gewissen, obwohl du mit mir tun kannst, was du willst? Jetzt hör mir mal gut zu. Mir geht es völlig am Arsch vorbei, was du denkst. Ich bleibe. Du verpiss dich. So sieht's aus. Du verlogener Drecksack. Was muss ich tun, Alt? Betritt einfach den Schacht. Wies Körper wird dir gehören. Und Wie wird ein Teil von mir. Du hast mich von Anfang an belogen. Oh, das war übrigens die falsche Option, die wollte ich gar nicht nehmen, ne? Ich würde eigentlich die Brücke zum... Wo ist denn die Brücke zum Cyberspace? Da. Eigentlich würde ich das sagen, dass es mir egal ist, was sie denken, einfach trotzdem abhauen. Um in deinen Körper vor allen Dingen zurückzukehren, steht da, ne? Tritt in Cyberspace für immer. Johnny. Mach's nicht noch schwerer, okay? Aber vergiss mich nicht. Werde ich nicht. Niemals. Huh. Ich habe leicht die falsche Option genommen, ich gebe es ja zu. Und Alt über die Brücke gehen. Ich will nur wissen, was mit Wie passiert.
Johnny Silverhand, der ewige Geist in der Matrix. Das würde sich ein bisschen geil für eine Fortsetzung anbieten, ne? Also in der gleichen Welt. Wenn man die Welt ausbaut und dann Johnny Silverhand tatsächlich das Konstrukt einer Matrix ist. Aber wie ist denn leider so oder so tot? Ist ein sehr ekliger Effekt, muss ich sagen. Da muss ich aber trotzdem beide Variationen ausprobieren, weil das Ding ist, wenn du, also ich hab's ja andersrum schon probiert, dann meckert Johnny mehr, dass du dich opferst, wenn du ins Digitale gehst. Also wenn ja nicht jetzt. Umdrehen. Oh, es ist Judy. Morgen. Morgen, du. Zeit ist knapp, ne? Durch die Haare. Ach. Ich geh mal kurz duschen. Mhm. Ich komm mit. Wo zur Hölle sind wir? Also offensichtlich immer noch in Night City. Raus aus den Federn und Köpfchen. Mit Hose und allem? Denn nur heute könntet ihr einen Blick auf den Crystal Palace erhaschen. Ihr wisst schon, die fette Raumstation, auf die Sterbliche wie ihr nie einen Fuß setzen werden. Kette. Der Crystal Palace soll die teuersten Casinos, die schönsten Frauen und die atemberaubendsten Ausblicke zu bieten haben. Aber hey, das sagt man auch über Night City. Der Himmel auf Erden, der Himmel im Orbit. Für uns Goblutscher macht... Wo sind wir? Wir sind quasi 3 Meter weiter in einem Gebäude. Das ist jetzt nicht unbedingt ein besonderes Gebäude, ne? Hey, wir sind nackt. Cool. Allerdings müsst ihr euch einen Hügel suchen, um den Palast zu sehen. Ist schon recht... Ist das von Carrie irgendwas? Das ist schon ziemlich reich. Wie sind wir hier? Also, das, mir fehlen hier so ein paar Meter dazwischen, wie das hier passieren konnte. Die Waller-Mission, also am Anfang. Ha. Fuck. Was denn? Ach, nichts. Okay, wenn du was brauchst. Ich bin in der Küche. Das war ein verdammt kurzes Duschen. Ich sehe kein Blut. Ja, da hinten sind die Pillen. Tja, nicht mehr in den Spiegel schauen. Ob sie... Judy weiß das nicht, ne? Dass die Zeit quasi am Ablaufen ist. Wie ist goldbesetzte Stiefel? Wie ist teure Leggings? Wie ist goldene Pilotenbrille? Was? Was zur Hölle? Wo kommen die Gold... Oh Gott, nee, nicht die Jacke. Wo kommen jetzt die Goldklappbesetzen? Also das ist mir ist jetzt irgendwie das, der Zusammenhang nicht so ganz bewusst, wo das jetzt hier... Johnnys Pilotenbrille? Wie ist goldene Pilotenbrille? Wo kommt das ganze Goldzeug her? Was haben wir getan? Ich muss kurz nochmal den Fotobodus benutzen, um hier Dinge anzuschauen. Manchmal abgesehen, dass dieses Muster ein bisschen fraglich ist, aber... Wo kommt das Zeug her? Gerät, unbekannte Nummer. Hä? Co-Combat. Aha. Also was genau ist hier passiert, dass wir auf einmal zu Reichtum gekommen sind? Warum hat sie ja nicht ein Spiegelbild? Nee. Das ist wieder so ein schwieriger Reichtum, ne? Wo man sich zwar irgendwie schön Luxus leisten kann, aber wir uns nicht mehr retten können. Ha, Samurai-Platten. Okay, wie? Was ist los? Also doch, sie weiß was.
Du weißt, was los ist. Ich sterbe, Judy. Ich will jetzt nicht darüber reden. Mikoshi, habe ich recht? Ich habe deine neuen Mets gesehen, wie. Es wird schlimmer, oder? Keine Sorge. Es wird sich bald alles klären. Klären? Wie? Ich bin weder blind noch blöd. Du mauerst, das sehe ich doch. Und ich komme nicht zu dir durch. Manchmal denke ich, du würdest es nicht mal merken, wenn ich einfach verschwinde. Das ist auch irgendwie deprimierend. Ich bin draußen. Vielleicht sehe ich ja den Crystal Palace. Hat sie geweint? Den Fuso. Wir sind ein Geist. Ich bin immer sehr gespannt, ob es das in 2 Jahren oder so tatsächlich so gefixt kriegen, dass all diese Dinge funktionieren, dass du... Also, die haben ja gesagt, aus Performance-Gründen siehst du dein Spiegelbild nicht. Wo Peralos? Lizzie Vizian zu Metaweaves? Der Taucheranzug? Aha. Oh, ist das Schwert, was ich zwischendurch gekriegt habe? Was haben wir hier noch? Der Unabhängigkeitskampf der Uni-Station? Ach ja, das hatte ich mal gelesen. Also wir haben ein relativ großes Waffenarsenal hier rumliegen, ne? Und das Messer, was ich immer mal geklaut habe. Gibst du den Laptop noch? 5 Nachrichten. Mr. Greens Geburtstag. Hallo Nachbarin, nur zur Erinnerung. Mrs. Green hat bald zu Geburtstag. Sie kümmern sich schon seit Jahren um das Gebäude hier und wir legen alles zusammen, um mir ein kleines Geschenk zu kaufen. Der vorherige Bewohner deiner Einheit war nicht so scharf drauf, sich zu beteiligen, aber hoffentlich steht das bei dir anders aus. Überweis mir einfach bis nächste Woche so viel auf mein Konto, wie du beitragen willst. Schönen Tag noch. Willkommen im Himmel. Von Cloud und wie. Egal, wo du bist und was du machst, du verdienst echte Erhöhung. Clouds wissen, wie die anstrengend das Leben, bla 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 bla. Okay. Unser Angelegenheit, wie Mr. B. Ich bin uns dabei, wir sehen uns im Afterlife. Mr. B? Uns läuft die Zeit davon aus, auf welchen Gründen. Ich bitte um eine Entscheidung, sei es nur, weil mir die Geduld ausgeht. Also wie sieht's aus? Werde ich angenehm überrascht sein oder ein weiteres Mal enttäuscht werden? An Emmerich? Wie? Es hat mich eine Mühe gekostet, aber ich denke, es hat jetzt geklappt. Treibstoff ist da. Habe ein Tankschiff von Orbital Air besorgt und die Registrierung gelöscht. Früher oder später merkt es sicher jemand, aber dann sollte es schon zu spät sein. Also mach dir keine Sorgen. Transport. M. Mr. B? Was für ein Transport? Den könnte man glatt mit der Venus verwechseln. Aha. Wie? Ich habe einen Fehler gemacht. Ach, wir reden hier nicht mehr vom Crystal Palace, richtig? Es ist seltsam, aber mir ist gerade klar geworden, dass ich nie hierher gehört habe. Haben wir von geerbt? In diese Stadt. Ich dachte immer, ich wäre gern ein Atom unter vielen. Dass Anonymität Sicherheit bedeutet. Aber das war eine Illusion. Ich sehe die Stadt an und fühle mich... wie ein verlorenes Atom? Manchmal. Aber vor allem... einsam. Einsam? Ich kenne das Gefühl. Geht es je weg? Nein, nie. Weißt du, ich hatte mein Leben in Abschnitte unterteilt. Von einem in den nächsten. Erst war ich im beengten Megagebäude, dann im Gruppenheim, bei der Gang, bei den Mocs. Jedes Mal dachte ich, ich hätte endlich ein Zuhause gefunden. Und jedes Mal... oder ich enttäuscht. Tja. Wie würdest du diesen Abschnitt nennen? Darüber wollte ich mit dir reden. Sie macht Schluss mit uns? Ist das Ende? Hör zu, wie ich muss hier weg. Raus aus Night City. Was Besseres finden. Was Stabileres. Kannst du das verstehen? Ich will nicht, dass du gehst. Nicht jetzt. Ich brauche dich. Wie? Du weißt, wo du hingehörst. Diese Stadt gehört dir, der Königin des Afterlife. Du bist eine Legende. Lass mich rausfinden, wer ich bin. Mein wahres Ich. Ich meine, du... Scheiße, es ist so schwer, das zu sagen. Vor allem dir. Danke, Judy. Für deine Ehrlichkeit.
Für alles. Was auch immer du jetzt vorhast, kann ich irgendwie helfen? Nein. Das muss ich alleine durchziehen. Also nimmst du den Job an? Tja, ich muss dieser Stadt noch etwas beweisen. Ich wünschte, es würde anders enden zwischen uns. Mhm. Ich auch. Aber es muss jetzt sein, solange ich noch Zeit und etwas zu erledigen habe. Auf dich wartet immer das nächste Ding, die nächste Herausforderung, bis zum bitteren Ende. Ich gehe jetzt lieber. Ja. Pass auf dich auf, Vi. Komm in einem Stück zurück. Sei du auch vorsichtig. Mir war übrigens nicht so ganz klar, dass wir natürlich von Woke geerbt haben, um dann reich zu kommen. Legende, letztendlich wird eigentlich eine Legende. Man lebt nur einmal. Ihr teilt euch nicht mehr einen Körper, sondern zumindest das, was von Johnny übrig ist. Das heiße Date mit Woke und die Samurai-Reunion haben mir echt viel bedeutet. In solchen Momenten der Freundschaft könnt ihr fast das Unvermeidbare vergessen. Wenn alles nach Plan verläuft, bist du am Ende wieder allein. Niemand weder Johnny noch Alt hätte vorher sein können. Ja gut, das war der gleiche Text wie bei den anderen Dings. Pass auf dich auf da draußen, Vi. Steig in Abby. Moment. Nimm die Jacke? Welche Jacke? Das war zu keinem Zeitpunkt eine Option. Welche Jacke, verdammt. Die wird ja wahrscheinlich nicht auf einmal weg sein, oder? Ob ich mich spontan überladen kann? Könnte hier eine Jacke liegen? Oben noch? Oder war das einfach nur die falsche Quest? Oder weil ich die Jacke schon hab? Hm. Moment, ich muss mal kurz umgucken. Das ist die Sekunde habe ich noch. Also ich nehme an, der Path of Glory ist das, dass wir uns noch ein letztes Mal rausschießen. Obwohl es ja untypisch wäre, dass man den Pilot nur anfangen würde rumzuballern. Aber anscheinend. Dusche? Das? Nee. Na gut. Mit wem fliegen wir jetzt? Oder ist das ein Delamain? Das ist ein Delamain! Hallo. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Wohin fahren wir heute? Moment. Ich brauche noch kurz. Natürlich. Brauche ich noch wirklich kurz? Wofür? Gibt's da vorne im Pool noch irgendwas? Tja. Also ich habe das Gefühl, dass das Nomadenende irgendwie relativ klar das Bessere ist, ne? Bring mich zum Afterlife. Wie Sie wünschen. Wir werden entlang beschränkter Luftkorridore reisen. Keine Verzögerung in Aussicht. Yeah. Perfekt. Wenn ich so frei sein darf, Sie wirken erschöpft. War es eine anstrengende Nacht? Anstrengende Wochen. Tut mir leid, das zu hören. Das Delamain Network bietet zusätzliche Dienste an, welche die ideale Medizin für Ihren aktuellen Zustand sein können. Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass Delamain nun mit Traumateam kollaboriert. Schön, dass es für Delamain besser geworden ist. Mit unserem zeitlich begrenzten Paket Sicher Reisen steht Ihnen volle medizinische Versorgung zur Verfügung. Was medizinische Versorgung angeht, etwas zu spät und etwas zu teuer. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Laut meiner Kenntnis stehen Ihnen enorme Ressourcen zur Verfügung. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Lass gut sein, Del. Wie Sie wünschen. Gibt's was Neues über Arasaka? Wie sieht's sonst in der Stadt aus? Folgendes dürfte Sie interessieren. Die Arasaka-Krise hält an und der Konzern stolpert weiterhin. Medienberichten zufolge hat sein Image auf nahezu beispiellose Weise Schaden genommen. Auch finanziell und politisch ist Arasaka am Boden. Sichere deine Seele sollte ein riesiger Erfolg für Arasaka werden, wurde stattdessen aber zu einem Fluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren.
Tja. Mhm. Die haben den Reichen Unsterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich Engramme und Wissen gesammelt. Es ging um Macht, Kontrolle. Völlig richtig. In jedem Fall wird es eine Weile dauern, bis Arasaka sich erfolgreich neu organisiert. Sie und das Afterlife sind in Sicherheit. Vorerst. Mhm. Bring mich ins Afterlife. Und zwar schnell. Was auch immer vor. Ich habe die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Yay. Bitte lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie den Ausblick auf die Stadt. Huh. Bin vielleicht zum letzten Mal hier. Werden Sie Night City verlassen? Irgendwie schon. In diesem Fall hoffe ich auf eine baldige Rückkehr. Diese Stadt ist das Juwel der Westküste, wie manche meiner Kunden sagen. Mhm. Oder auch eine Metropole von fast lähmender Schönheit. Ganz bestimmt. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Angenehmen Tag. Ob ich den ganzen Weg auch hätte nackt machen können? Ich bin jetzt wirklich gespannt, was jetzt so großartig kommt, ne? Ja, du, ich rede mit dir. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Soja-Chips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Hey, Boss? Herr Boss, ein Kunde von dir hat sich gemeldet. Er ist unterwegs. Was soll ich mit ihm machen? Bin gleich da. Stell dir vor, du ein Kunde von mir. Einfach hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Tja. Schicke das Wort Space an die 7299. Ernsthaft? Ich habe übrigens neulich gelesen, dass das für so Live-Programm tatsächlich ziemlich viel Geld einbringt, diese SMS-Scheiße, ne? Was? Hey, alles bereit? Perfekt. Deine Kabine erwartet dich schon. Ah ja. Hey, wie? Claire? Was willst du trinken? Das Übliche. Klar doch. Die Leute ahnen, dass was los ist. Lange können wir das nicht mehr geheim halten. Müssen wir auch nicht. Start ist heute. Heute? Ist das ein Problem? Nein, nein, nur... In dem Fall brauchst du was Besonderes. Rogue hatte ein Ritual. Vor jedem großen Ding hat sie einen Schuss Tequila weggehauen. Silverhands Favoriten. Die Flasche ist nicht mehr da. Hab sie mal gefragt, ob ihr das Glück bringen soll. Weißt du, was sie meinte? Ihr ging's ums Erinnern. Dass die Erinnerung an Johnny ihr hilft, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Nett. Komm. Lass mich dir nach alter Afterlife-Tradition einen unserer Specials mixen. Sag mir, auf wen du trinkst. Jackie. Mix mir einen Wells. Ich trinke auf Jackie. Er fehlt dir, oder? Mhm. Dieser Laden war sein größter Traum. Wir wollten Afterlife-Legenden werden, er und ich. Dann hast du seinen Traum wahr werden lassen. Viel Glück, Vi. Naja, wie zur Hälfte, ne? Aha. Oh, Wayland, ja. Haben dich echt schön zusammengeflickt. Brandneuer Wayland. Ja, irgendwie. Hatte aber genug vom Rumsitzen in der Klinik. Ihr ist es viel besser. Weil hier keiner vor deiner Heldenstory im Saka Tower wegrennen kann? Ganz genau. Aber was du heute vorhast, wie? Ich meine, Respekt. Nie dagewesen, würde ich sagen. Pass bloß auf dich auf, ja? Und viel Glück. Danke. Aha. Leute wissen, dass was los ist? Wie? Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife-Legende ins Auge zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ergriffen. Schön, dass ich nicht enttäusche. Ladies first. Das ist der Typ, den wir gesehen haben, der hinten bei dem Piralis stand, als wir Piralis-Dings hatten, ne? Der irgendwo im Hintergrund Schieß stand. Schieß los. Also wie? Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Du hast Eddies. Einfluss in der Stadt. Aber nicht nur das. Arasaka ist intern wie gelähmt. Hier und da haben sich Gelegenheiten ergeben und meine Leute haben sich so viel geschnappt wie möglich. Also ist alles für den Einsatz bereit. Die Info von Arasaka ist bestätigt. Das Casino testet gerade ein neues Sicherheitssystem. Und es stimmt,
Sie werden es heute kurz abschalten. Ich denke, du wirst diesen Moment zu nutzen wissen. Aha. Ich enttäusche nicht. Du hast die Beste für den Job ausgesucht. Hab ich gehört. Aber ich hätte gern Beweise. Übrigens hat noch nie jemand so einen Einsatz durchgezogen. Wo ich herkomme, sagt man sogar, es ist unmöglich. Man sagt, dass du ein zu großes Risiko eingehst, dass du in die Sonne fliegst, um zu verbrennen. Tja. Deshalb hast du mich angeheuert. Weißt du, warum ich dich wirklich angeheuert habe? Weil du tatsächlich alles machst, selbst wenn es dich umbringen könnte. Selbst wenn du nur eine Haaresbreite vom frühzeitigen Tod entfernt bist. Morgen um die Zeit haben wir sämtliche Kundendaten des Casinos. Vergiss nicht deinen Teil der Abmachung. Oh, ich vergesse nie ein Versprechen. Viel Glück. Crystal Palace? Hey, wir sind im Weltraum. Wer hätte es gedacht? Bagagepunkt, Erdmund in der Nähe des Crystal Palace. Okay, bin auf Position. Perfekt. Fast auf die Sekunde. Jetzt ich. Hab das Signal erhalten. Satelliten sind down. Signaturmantel aktiviert. Denk dran. Du hast nur einen Versuch. Sag mir was, das ich nicht weiß. Sobald es losgeht, gibt es kein Zurück. Keine Rettungsmöglichkeit. Keine Überlebenschance, wenn jemand was merkt. Sehr gut. Aber wenn das klappt, gewinnst du mehr, als du dir ausmalen kannst. Ich kann schon lange nichts mehr gewinnen. Das ist nicht unser Plan, oder? Hab ich nichts mehr zu verlieren. Das klingt ziemlich deprimierend. Aber was weiß ich schon. Aha. Security. Wir brauchen aber nochmal zur Übersicht. In Beziehung Erkennungssysteme, kein Sau, darum können wir uns Sicherheitsverkehrung der Luftschleuse, Eingangs- und Wirkungsrouten. Auf der Seite werden Codes und Passwörter alle 20 Minuten geändert. Also benutzen die wir dann geben. Normale Überwachung, Security stand der Hauptsitz der Verwaltungsetage. Darum kümmerst du dich. Infiltrierung nur eine mögliche Annäherung an die geplante Flugbahn. Ihr früheres System würde ich nicht erkennen. Als Objekt von bedeutender Größe wirst du wahrscheinlich als Weltraumbild klassifiziert werden. Aber komm nicht in die Reichweite ihrer Scanner. Versuchen wir in der Dekomposition keinen Alarm auszulösen. Von Victor an wie? Wie, ich habe nochmal an einen Kunden rumgefragt. Wie bereits erwartet, weiß niemand irgendetwas. Das kann zwei verschiedene Sachen bedeuten. Oder vielleicht alle beiden. Der Typ spielt in einer ganz anderen Liga, mehr als unser Formantenkreis, so weit oben, dass niemand auch nur sagen kann, was man nicht über ihn weiß. Oder er ist total zwielichtig, weil diese Stadt keine Namenlosen duldet. So oder so hoffe ich, dass du weißt, was du tust. Crystal Palace, das tosende Leben im Weltraum. Wie gesagt, Mr. Blue Eyes ist der Typ, der die Pirates manipuliert hat. Die haben wir im Hintergrund gesehen. Ich finde es schön, dass der Helm optional ist, ne? Doch nicht. Aber interessant, dass zwei Sachen im Weltraum enden, ne? Was für eine Waffe schnappen wir uns hier? Ist das Rogues? Ist das Rogues Waffe, oder? Ja, wir überprüfen dreimal das Magazin, okay. Die Luftschleuse würde ich gerne, aber achso, die Luftschleuse ist da, nicht da. Okay, los geht's. Viel Glück. Wir sehen uns unten wieder. Over and out. Aha. Ablassen. Oh, das ist einfach das Ende. Wird das jetzt der legendärste aller Aufträge? Wir springen daneben, ne? Wir gehen einfach nur ins All. Oder?
Also ich bin jetzt quasi einfach nur in den Einsatz gesprungen. Ich war mir kurz nicht ganz sicher, ob das Ganze noch eine Selbstmordoperation wird. Aber anscheinend nicht. Na gut, dann ist das Ende Nummer 3. Wir fliegen durch den Weltraum. Was jetzt irgendwie so ein bisschen antiklimatisch war, muss ich sagen. Ja, das Nomadenende ist immer noch das Beste. Obwohl es das... Mr. Blue Eyes? Habt ihr noch irgendwen... Hey, wie? Was geht ab? Ist eine Weile her, seit du den alten Weg besucht hast. Ich wette, deine Chums im Afterlife haben dir einen neuen Top Ripper an die Seite gestellt, ha? Irgend so ein Downtown-Schnösel, der Chrom aus seinem Arschloch verschießt. Naja, hol alles aus dem Leben raus, was du kannst. Du verdienst es. Mehr als alle, die ich kenne. Aber komm mal vorbei, wenn du in der Gegend bist, okay? Wir quatschen über alte Zeiten und ich nehme dich unter die Lupe, um sicherzugehen, dass dein neuer Ripper keinen Mist gebaut hat. Bis dann, W. Interessant, dass alle Reichtum nichts ändern konnte, ne? Hey, V. Hab gehört, du bist jetzt ein Pesgordo. Hast es geschafft, hm? So sehr, dass du mich nicht einmal die Woche anrufen kannst. Oder nicht wenigstens einmal im Monat. Vergiss nie, wo du angefangen hast. Und mit wem. Tja. Meine Tür steht dir immer offen, Mi. Essen steht immer auf dem Tisch. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, Mi. Hey, Vi. Wollte mich nur... kurz verabschieden. Ich habe beschlossen, die Stadt endgültig hinter mir zu lassen. Mir ist klar geworden, dass man hier nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder wird man ein Arsch, oder man wird irgendwann von einem umgebracht. Ich hoffe, du findest eine andere Möglichkeit. Nur schade, dass es so enden musste. Mhm. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Hey, wie? Wie läuft's so? Das Wetter an den Badlands ist angenehm wie immer. Mein Kühler ist durchgeschmolzen. Es sind mehr als 30 Grad im Schatten. Ein Sandsturm nach dem anderen. Also, du verpasst was. Aber mal im Ernst. Uns geht's gut. Saul und ich kommen irgendwie miteinander klar. Die Familie wird immer größer. Die Arbeit stapelt sich. Aber es ist immer gut, wenn man Beschäftigung hat. Stimmt's? Wenn du nicht gewesen wärst, würde ich vermutlich immer noch durch Night City stolpern. Wollte mich nur kurz bei dir bedanken. Für alles. Ich wäre immer noch völlig planlos, wenn du mich nicht in die richtige Bahn gelenkt hättest. Na gut, wie? Wir hören uns bald. Meld dich mal wieder. Hallo, wie? Sorry. Erlebt. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht und dass eine gewisse Vi die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast, aber denk dran. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt eine von uns, Vi. Gehörst du den alten Kaldos? Vergiss das nicht. Weil auch mal das passiert ist. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichnet das Ding hier auf? Okay, also... Wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Tja... Könnten den Grill anschmeißen. Uns ein paar Drinks gönnen. Rennen fahren. Oder Ruff und Schiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will... Die Badlands könnten ein Teufelsweib wie dich gebrauchen, Wie. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht. Aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Tja. Hey, wie, gerade ist was Lustiges? Ach, scheiße, schon wieder der AB. Da ändert sich also nicht viel. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft, der Data-Term-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du... Ach. Was wollte ich jetzt? Ach ja, der Agent von Askrax hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so, nur über meine Leiche. Hab
Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, es könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß. So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst. Okay? Ne, ist, glaube ich, gerade schwierig. Obwohl nicht so richtig klar ist, ob das klappt, ne? Hey, also, folgendes. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleich zu machen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorge dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich weh. Wir sehen uns. Hm. Im Prinzip haben wir jetzt eigentlich alle Stimmen durch, oder? Oder fehlt noch wer? Genau, er ist der mit Mr. Blue Eyes. Hey, hier ist Perales. Wie? Das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Oh, der Weltraum ist gut dafür. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Steht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Dass das irgendwas bringen würde, was relevant wäre, ne? Melde sich hier noch irgendjemand bei mir? Hey, wie? Ich habe gerade an dich gedacht, also habe ich mal schnell die Karten gelegt. Ach stimmt, das ist eigentlich noch ich ganz wichtig, weiß, ne? Die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Die Kraft, den Herrscher und die Welt. Babe, die Welt wird noch von dir hören. Geh und zeig Night City, woraus du gemacht bist. Ja, aber das Problem ist ja, dass wir... Wie wollen wir der Welt zeigen, dass wir noch was können, wenn wir... Tja. Aber wir haben alles verloren. So, dann krieg ich diesmal andere Gegenstände oder krieg ich jetzt wieder die alte Kaldo-Jacke, weil das ist halt das erste Ende war, was ich gewählt habe. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, dass ich halt immer diese komische Jacke kriege. Obwohl ich diesmal eigentlich mit Wies goldbesetzter Goldbrille, Dingsbrille würde. Obwohl ich eigentlich meinen möchte, dass ich meine, wie anders erzogen habe, dass ich jetzt so eine scheiß Goldbrille kriege. Ja. So, guten Tag, Freunde. So, habe ich jetzt wieder die Jacke? Ich habe wieder die Jacke gekriegt. Ja, ich habe wieder die Jacke. Mach mich ein bisschen fertig, muss ich sagen, ne? Na, ich habe auch nie andere Gegenstände. Also, ich kriege anscheinend immer die alte Kaldo-Jacke, weil ich das halt das erste Ende war, was ich gespielt habe. Oder kriege ich jetzt Wokes Waffe? Ah doch, ich habe Box Pistole. Pride. Vox, ganzer Stolz. Kann ich eigentlich auf die Joker schießen? Nein. So, das Ding hat einen lila Ziegel hier. Hat die ja nicht viel Schaden? Ah, eigentlich nicht. Geht so, ne? Na gut, wie auch sei. Das war's. Ein weiteres Ende der Folge hinter uns gebracht. Und wir sehen uns mit dem letzten Ende.